Klingt doch eigentlich ganz logisch, oder? Wenn ich mit einer gewöhnlichen ETF-Anlage, die mir ja ungefähr 7% Rendite pro Jahr erwirtschaftet, 10 Jahre benötige, um mein Kapital zu verdoppeln, dann kann ich, wenn ich diese Rendite verdoppel, also auf 14% pro Jahr, eben auch den Zeitraum, den es braucht, um mein Geld zu verdoppeln, um die Hälfte reduzieren, nämlich auf etwas mehr als 5 Jahre. Wie das funktionieren soll und auch noch mit ETFs? Wir schauen es uns heute mal an. Hallo und herzlich willkommen bei Aktien mit Kopf, finanzielle Freiheit durch logisches und langfristiges Denken. Mein Name ist immer noch Kolja Barkhorn und heute werde ich euch einen ETF vorstellen, der geleveraged ist, also gehebelt. Und zwar den Amundi ETF Leveraged MSCI USA Daily. Ja, und mit diesem ETF, wenn man sich den auch zum Beispiel anschaut und über den normalen ETF auf den MSCI USA legt, dann sieht man, okay, wow, der erzielt ja tatsächlich die doppelte Rendite. Macht es also Sinn, einfach, wenn man jetzt langfristig sein Geld investieren will, für die Altersvorsorge einfach in so einen gehebelten ETF zu investieren, weil dann macht man ja schlicht die doppelte Rendite, oder? Klar, man muss dann natürlich im Crash so ein bisschen mehr Volatilität aushalten, weil der Hebel natürlich in beide Richtungen wirkt, aber insgesamt doch ein super Geschäft, oder? Nun ja, gehen wir erstmal auf ein paar Fakten und Daten von diesem Fonds ein. Den gibt es schon seit ein paar Jahren, hat aber trotzdem insgesamt nur 262 Millionen Euro Fondsvolumen, was natürlich im Vergleich zu jetzt wirklich großen ETFs immer noch sehr, sehr, sehr klein ist. Er hat auch relativ höhere Gebühren, nämlich 0,35% pro Jahr und ist ein thesaurierender ETF. Hier gibt es also nichts an Ausschüttungen oder irgendwie so. Und es ist ein Unfunded Swap ETF, also kein wirklich physischer ETF. Und das Ganze hat unter anderem eben auch damit zu tun, dass so ein gehebelter ETF auch auf Derivate wie zum Beispiel Futures oder Optionen zugreift, um eben diese doppelte Rendite zu erwirtschaften. Ganz genau wie es ja bei einem Häuserinvestment ist, dass man sich zusammen mit einer Bank eben an die Finanzierung zum Beispiel des Eigenheims machen kann. Es ist so bei diesem ETF, dass zum Beispiel das Fondsmanagement auch in Form von Fremdkapital von einer Bank eben versucht, die Rendite zu hebeln, um eben das Doppelte an Performance zu erzielen. Bevor wir uns das jetzt bei diesem ETF mal genau anschauen, nochmal ein ganz wichtiger Grundkurs zum Thema Hebelwirkung. Das kann man an der Immobilie immer am einfachsten erklären. Und zwar, wenn wir jetzt ein Haus kaufen wollen, was 200.000 Euro kostet und wir haben nicht genug Geld dafür und wir tun uns mit der Bank zusammen und wir sagen, okay, pass mal auf, ich bringe 100.000 Euro ein und die Bank bringt 100.000 Euro ein und dann haben wir insgesamt die Immobilie finanziert, wunderbar, und die ist dann bei 200.000 Euro. So, und jetzt ist das Coole beim Hebel, wenn wir jetzt hier einen Wertgewinn bei der Immobilie haben von ungefähr 20%, ja, dann steigt die natürlich von 200.000 Euro auf 240.000 Euro. Und wenn wir jetzt von diesen 240.000 Euro unsere Bank, unseren Gläubiger auszahlen und die 100.000 Euro zurückgeben, dann haben wir ja trotzdem diese Rendite, die uns gehört, und haben eben, obwohl das Haus nur um 20% im Wert gestiegen ist, auf unser Anfangsinvestment eine Rendite von 40%. Ja? Und das ist eben der Hebel. Genauso wirkt es aber natürlich auch in die andere Richtung hier, wenn jetzt die Immobilie um 20% im Wert fällt und wir danach eben die Bank wieder auszahlen müssen mit den ursprünglichen 100.000 Euro, dann werden wir auch feststellen, dass von unserem Anfangsinvestment insgesamt 40% Verlust angefallen ist. Das heißt, dieser Hebel wirkt immer und überall in beide Richtungen. Das ist ein ganz wichtiger Punkt, den man vorher realisieren muss. So viel aber erstmal zum Häuserinvestment. Jetzt gehen wir zu unserem ETF. Und einem ganz wichtigen Wort in diesen sehr langen ETF-Konstruktionen hier, und zwar das sogenannte USI Daily. Denn, meine Damen und Herren,
dieser Hebel, der wird jeden Handelstag immer wieder aufs Neue resettet. Dieser ETF leveraged also nicht einfach eure 7% Jahresrendite, sondern immer die Tagesperformance, also die Tagesrendite oder eben auch den Tagesverlust. Dann wird der Leverage wieder geresettet und am nächsten Tag geht es wieder so weiter. Und so funktionieren die meisten von diesen ETF-Produkten. Und hier kommt jetzt die böse Mathematik mit ins Spiel. Wir haben jetzt hier einfach mal den MSCI USA Index herangezogen und haben ein simples faktisches Beispiel, was aber ja immer wieder auch vorkommen kann, zum Beispiel in der Corona-Pandemie, da ging es ja teilweise sogar am Tag um 10% nach unten. Und das haben wir einfach mal angenommen, wir haben hier einen 10% Rückgang im Index, weil all die ganzen Apfelaktien und so weiter nach unten krachen. Und jetzt haben wir jeweils hier einen ETF-Anteil vom normalen MSCI USA ETF und einmal von diesem Leveragten. Und wir haben jeweils immer 100 Euro investiert. So, was passiert jetzt genau? Nun, genau wie der Index wird unser ganz normaler ETF-Anteil um 10% an dem Tag fallen. Das heißt, wir haben noch 90 Euro übrig. Richtig? Und wenn ihr jetzt Leute auf der Straße fragt, das ist eine coole kleine Frank-Frage, um wie viel Prozent müssen 90 Euro steigen, damit ihr wieder bei 100 Euro seid, da werden die meisten sagen 10%. Und dann könnt ihr mit dem Taschenrechner mal vorrechnen und werdet sagen, das ist leider nicht ganz richtig. Dann seid ihr nämlich nur bei ungefähr 99 Euro, damit eben eure 90 Euro wieder auf euer Anfangsinvestment von 100 Euro steigen, dann seid ihr noch gar keine Rendite gemacht, sondern einfach nur wieder bei Null, muss eben jetzt dieser MSCI USA nicht um 10% steigen, sondern um 11,1%. Könnt ihr gerne auch nachrechnen, dann seid ihr wieder bei den 100 Euro. Und jetzt ist das Problem bei diesem Hebel, dass ja, minus 10%. Ihr werdet ungefähr dann minus 20% hier in eurem gehebelten ETF-Anteil haben, also nur noch 80 Euro. So, und um jetzt wieder auf die 100 Euro bei euren 80 Euro zu kommen, muss er nicht mehr um 11,1% steigen, sondern um 25%. Okay, das bedeutet, je tiefer an einem Handelstag dieser normale Index fällt, desto extremer muss eben am nächsten Tag wieder euer ganz normaler ETF-Anteil steigen, um wieder auf dem Ausgangswert zu sein. Und das bedeutet, dass in der Praxis durch diese sogenannte Pfadabhängigkeit eben ein enormes Risiko gerade in volatilen Märkten bestehen kann. Und dadurch, dass dieser Hebel eben jeden Tag geresettet ist, kann es trotz dessen, dass der Index langfristig steigt, für euch ein Verlustinvestment sein, wenn ihr langfristig so einen gehebelten ETF haltet. Deswegen empfehlen auch viele Experten, dass man solche ETFs eher, wenn überhaupt, für kurzfristige Investments und Wetten auf zum Beispiel eine Markterholung in so einer starken Korrekturphase beispielsweise machen sollte, aber keinesfalls als langfristiges Investment. Und ich würde es auch genau so sagen, ja, dass man hier auf keinen Fall irgendwie auf die Idee kommt, seine Altersvorsorge in so einen gehebelten ETF zu packen, weil nicht nur, dass aufgrund dieser Renditekonstruktion und simpler Mathematik durch den Reset jeden Tag ihr eben wirklich es sein kann, dass ihr auf kurz oder lang weniger Rendite macht als so ein ganz normaler ETF, kann es eben auch sein, dass durch die heftigen Schwankungen, die ihr habt, ihr müsst nur mal in so einen Crash reingucken, ihr wirklich überhaupt nicht mehr ruhig schlaft und ihr natürlich enorme Ausschläge nach unten habt, die die meisten Leute einfach, und das sieht man immer wieder in der Praxis, nicht wirklich gut verkraften, weil schon bei den kleinsten Marktbewegungen irgendwie mal 2-3% am Tag geht es mal runter und schon viele Leute einfach komplett die Nerven verlieren. Deswegen mein Fazit, ja, wenn überhaupt nur als spekulative Wette kurzfristig, dann kann man immer noch sagen, okay, warum nicht? Ja, ist ja jeder für sich selber verantwortlich, aber auf keinen Fall langfristig, weil das dann halt einfach gegen einen arbeitet. Und der einzig andere Vorteil, den ich hier sehe, ist,
dass man eben als ganz normaler Privatanleger nicht dieses Fremdkapitalinstrument selbst nutzen muss bei der Bank mit all den ganzen Risiken, Nachschusspflichten und so weiter, Stichwort Margin Call, die hier auf einen lauern können, ja, sondern dass das hier in dieser Fall vom ETF-Anbieter, vom Fondsmanagement und so weiter erledigt wird. Da kommt man dann halt eben drum herum, man muss sich selber nicht drum kümmern, man kann eben maximal bei null wieder rauskommen, ja, aber das war es dann eben auch. Und deswegen, ich würde es einfach allgemein nicht empfehlen. Ich würde ganz normal in ETFs weiter anlegen. Ich fahre eine ganz einfache Ein-ETF-Strategie, die habe ich auch euch hier am Ende dieses Videos nochmal kurz erklärt. Aber was das hier betrifft, würde ich einfach nur ganz klar sagen, Finger weg. Und ich persönlich, ich habe auch keinerlei dieser ETFs selbst im Depot. Das war's für mein simples Fazit. Und du kannst natürlich gerne noch den Kanal abonnieren. Und wir sehen uns dann schon beim nächsten Video. Rationale Grüße. Ciao, ciao.